Hallo und herzlich willkommen am Wending Friday. Wir sind hier bei den neuen Räumlichkeiten in Sedelsberg an der Hauptstraße. Und es heilt noch ein bisschen hier. Hier kommen, wie gesagt, jetzt jede Menge Geräte rein. Kommt noch ein bisschen was Neues dazu, lasst euch überraschen. Und wir haben auf jeden Fall noch Möglichkeiten, das Ganze zu vergrößern. Hier vorne, was da drin sitzt, ist eine Leichtbauwand. Das heißt, dieselbe Fläche, die wir hier haben, können wir nochmal schaffen. Und es sind insgesamt 100 Quadratmeter hier Platz. Hier haben wir noch einen kleinen Raum an der Seite, wo man beispielsweise später mit Leuten sitzen kann, die sich auch für sowas interessieren, dass man einfach mal alles in Ruhe besprechen kann. Eine kleine Miniküche und natürlich hier nochmal ein WC. Wir wollen jetzt mal anfangen, das Ganze zu streichen. Dann wollen wir die Decke noch ein bisschen schallschluckend abhängen und Wände streichen. Teppiche kommen, ein Spielhaus kommt hier noch mit rein. Und das wird auf jeden Fall mega spannend. Hier war vorher eine Fahrschule drin, ne? Und das ist quasi so ein neues Projekt, könnte man sagen. Was bringt so ein Laden, der leer steht, wenn man ihn mit Automaten vollknallt? Ich habe einen Mietvertrag quasi, der immer auf ein Jahr geht. Und nun kann es natürlich sein, dass das nicht so gut läuft. Es wird auf jeden Fall seine Unkosten tragen, aber es wird auf jeden Fall spannend. Was mir viel wichtiger ist, dass ich hier auch die neuen Geräte vorstellen kann fürs Automatenland, dass ich allen Leuten das zeigen kann. Und wir werden hier nicht rund um die Uhr offen haben, voraussichtlich, weil hier nebenan wohnen auch noch Leute, gegenüber wohnen Leute und wir wollen hier kein Remi-Demi. Deswegen wird es wahrscheinlich bis 0 Uhr, 23 Uhr, 22 Uhr, ich weiß es noch nicht, geöffnet haben. In derselben Straße hier steht ja der Nachtschalter noch, mein G-Snack an der Fahrschule. Und deswegen, ja, denke ich mal, ist es ganz okay, wenn man eine Nacht zumacht. Es konzentriert sich hier hauptsächlich auf Kinder mit Familien und Jugendliche, könnte man sagen. Eher junge Jugendliche, die hier Snacks, Getränke und so weiter ziehen können. Und noch ein paar Sachen mehr, die ich noch nicht verraten werde. Es kommt immer was dazu, es wird immer größer. Stillstand bedeutet Rückgang, aber hier haben wir auf jeden Fall eine richtig coole Location, wo man sagen kann, das hat Bestand und hier kann man auch alles weiter ausbauen. Ne? Also, weil sonst ist es immer so, bei dem Container zum Beispiel, ist natürlich das Problem, dass ich mich nicht erweitern kann. Ich muss einen Container zustellen, einen Container zukaufen und hier habe ich gleich schon alles vor Ort. Wir müssen es bloß noch ein bisschen schön machen. Und der Vorteil ist, wenn man renoviert beim Einziehen, dann hat man es gleich schön und so wie man es haben will, als wenn der Vorgänger das macht. Und von daher, hier ist alles soweit sauber, Besen rein quasi übergeben und ich würde sagen, dann legen wir mal los. So, jetzt seht ihr auch mal meine erste Angestellte. Das ist meine Frau. Und wir werden jetzt alles streichen, ich habe schon ein bisschen abgeklebt. Meine Frau ist dann noch ein bisschen genauer, die wird gleich noch ein bisschen schimpfen mit mir wahrscheinlich. Und dann kommt natürlich von außen Folierung an die Fenster, also es wird, man kann durchgucken, aber es wird auch ein Teil foliert sein. Dann wird hier nochmal eine Tür eingesetzt, damit das hier abschließbar ist, weil es ist ja nicht dauernd jemand vor Ort. Und hier hinten drinnen wird dann auch nichts Besonderes sein, aber die werden dann ja wahrscheinlich versuchen, das irgendwie aufzumachen und diese Tür hier ist nicht so stabil. Ich habe alles alleine gestrichen hier. Und wie soll es weitergehen? Untere Decke soll Tarnnetz kommen, also es gibt blau-weißes Tarnnetz. Das ist einmal dafür da, dass es den Schall, diesen Hall so ein bisschen schluckt und ein bisschen einen Farbtupfer hier reingibt natürlich. Von draußen an den Scheiben kommt ein Digitaldruck ran, mega geil, freue ich mich schon drauf. Und wenn die Automaten stehen, dann soll dahinter auch irgendwas als Art, Wandtattoo nennt man das, ja. Die werden dann da drauf geklebt und kann man auch jederzeit wieder abziehen und andere hinmachen. Hier vorne kommt die Master-Slave-Kombination hin. Dann die Kaffeemaschinen, dort wahrscheinlich. Karussell muss ich erstmal gucken, weil ich habe jetzt gestern noch eine Eismaschine bestellt. Und eine vorläufige erstmal, weil Bendo bringt ja selber eine raus. Die soll dann damit hin. Dann haben wir den Massagesessel, den Arcade, den Greifer, dann kommt noch ein Kapselautomat, dann noch ein Retro-Kaugummiautomat und das Karussell, wie gesagt, ich kriege momentan keins, ich hoffe, ich kriege nachher noch einen Anruf.
Und draußen, wie gesagt, hier nebenan ist noch eine schöne Fläche, da wollte ich gerne einen Kinderspielplatz hinmachen. Aber dieses Jahr glaube ich nicht mehr. Ich muss gucken erst, dass es natürlich alles finanziell auch passt. Und immer Stück für Stück. Beleuchtung muss ich auch gucken, ich bringe noch ein bisschen farbliches Licht mit und so weiter. Aber ich denke mal, das wird schon richtig krass. Und wenn es dann irgendwann zu eng wird, kommt diese Wand raus und dahinter ist nochmal so viel Platz. Ich hätte auch gerne noch so einen virtuellen Pinball. Klar ist es mit echter Kugel schöner, aber die sind auch sehr wartungsanfällig. Deswegen lieber mit Bildschirm. Wenn ihr noch irgendwie Ideen habt für andere Geräte, also wenn irgendwann noch eine coole Eismaschine rauskommt oder wenn irgendwann noch mal ein vernünftiger Pommesautomat kommt, das wäre natürlich auch cool. Müsste man dann wahrscheinlich hier vor die Tür stellen. Muss ich natürlich mit dem Vermieter ja mal absprechen, nicht dass er mich kickt, ne? Wir hier keinen Ärger haben. Auch die Öffnungszeiten, wie gesagt, ich weiß noch nicht. Das wird abends nicht ewig lange offen sein hier, weil sonst verschert sich mir das mit den Nachbarn und da habe ich keine Lust zu. Also wenn hier jemand von den Nachbarn zusieht, dann immer, wenn was ist, Bescheid sagen, bevor es dann nachher, ja, bevor man sich unsympathisch ist, ne? Ja, hier, das wird ja wie gesagt zugemacht. Das ist hier unser Chaosraum. Ich habe schon die zweite Palme jetzt. Und der Popcornautomat ist schon da. Eisautomat hole ich morgen. Der Mini-Flipper ist da, ein bisschen Deko. Oh, gucken, dass wir die Bude hier vollstellen, ne? Mit der Wärme muss ich gucken, das kann sein, dass ich noch eine Klimaanlage nachrüsten muss, das weiß ich noch nicht. Kann auch sein, dass das reicht, wenn vorne hinten offen ist. Oder was man da macht, weiß ich noch nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ob es sich lohnt, kann ich ja auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt hier. Weiß ich nicht, weil das Problem ist ja, ich habe es vorher noch nie gemacht. Und ich denke mal, dass es sich lohnt, wie beim Container. Es muss sich lohnen, ich habe es ja jetzt für ein Jahr gemietet. Sag mal so, ich bin da jetzt nicht finanziell darauf angewiesen, das zu machen. Es ist aber ganz schön, gerade wegen dem Automatenland, weil ich ja selber auch, also wir Automaten verkaufen und die über onkelkramer.de oder was Automatenland direkt gehen. Und das ist natürlich auch schön, wenn man das vorweisen kann, dass es funktioniert. Ne? Und das ist jetzt natürlich die ganz neue Sparte. Es gibt so viele Dörfer, wo die Banken ausgezogen sind oder sonst irgendwelche Läden leer stehen. Und das wäre doch schön, wenn man das irgendwie erhalten kann, auch vielleicht in einer anderen Form. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich habe es ja schon mal probiert, ein Brot und Wurst und so ein Kram im Automaten, das hat nicht funktioniert. Vielleicht geht das beim Hofladen, sage ich mal, ne? Da wo die ganzen Hofkisten stehen, da funktioniert das vielleicht eher. Aber hier, ich schmeiße es nur weg, weil es abläuft und ja, von daher. Aber so eine kleine Attraktion im Ort, ne? Wo man mal hingehen kann oder wo man Eis essen gehen kann, so ein Kiosk. Hier gibt es keinen Kiosk, schade. Wundert mich eigentlich auch, dass es hier keinen Kiosk gibt. Sonst gibt es in jedem Dorf einen Kiosk. Aber die machen ja auch so nach und nach alle zu. Sie haben Personalprobleme, die kriegen keine Leute. Dann steigt der Mindestlohn. Das heißt, irgendwann lohnt sich das auch nicht mehr. Und so teuer kannst du die Produkte nicht machen. Ne? Und hier ist der Vorteil, hier verkaufst du Automat. Hast hier, ich schätze mal, so Arbeitseinsatz am Tag 1,5 Stunden ungefähr, weil du musst auch ein bisschen putzen. Hier kommt zwar noch ein Roboter rein, der hier sauber macht und sowas, aber trotzdem musst du ja Scheibe putzen und so ein Kram. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal ein teurer Spaß, aber ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne fragen. Und ja, der Winning Friday ist hier in der nackten Halle heute. Nicht viel zu sehen. Das kostet immer richtig viel Geld, wenn man sowas neu macht, wenn man es dann leider vernünftig macht. Deswegen nochmal hier kurz einmal beim Baumarkt gewesen. Schilder, Lampen, Kleinkram. Das macht immer ein Loch im Portemonnaie. Aber es kommt hinterher auch wieder zurück. Wenn man das schön macht, dann danken einem die Leute das. Aber wie sich das bezahlt macht, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich finde das so als Projekt auf jeden Fall mega spannend. Und denke mal, da können wir wieder alle was lernen. Und den Anhänger haben wir auch geholt. Und damit können wir gleich schon mal den Massagesessel hier rausholen. Dann nochmal den Kaffeeautomaten, die Ameise, die ist ja super selbstverladend, ich brauche niemanden, der mir damit anpackt. Das kann man alles alleine machen mit diesem Gerät. Das Ding hebt sich auch selbst mit auf den Anhänger drauf. Ostfriesland Snacks hat sie den auch schon zweimal ausgeborgt, weil das Ding echt mega praktisch ist. Also wer hier aus der Nähe kommt und bei uns Automaten kauft, beim Automaten dann, der darf sich den selbstverständlich hier auch ausborgen. Das ist gar kein Problem. Das ganze
Richtig. Ich meine, sag mal, wenn man ein paar Automaten hat, lohnt sich das eigentlich nicht. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn man ständig damit arbeitet. Und aber das Ding ist einfach Gold wert. Und das kannst du sonst nirgendwo borgen, zumindest nicht hier irgendwo. So, und wo ich mich richtig drauf freue, ist auf jeden Fall, dass ich noch einen Kiddie-Ride dazu bekomme. Die Möhre. Das Karussell müssen wir dann mal gucken. Ist aktuell nicht möglich, gibt keine Karussells. Es gibt diese Zwei-Personen-Karussells, diese Kiddie-Rides halt. Die finde ich eigentlich ganz schön und das soll eigentlich noch als Highlight mit rein. Aber wir warten erstmal ab. Jetzt habe ich natürlich noch einen Eisautomaten, der mit reinstellt. Also der. Ich stelle einen Eisautomaten mit rein. Mit Spiralen. Soft-Eismaschine wäre natürlich geil. Ich muss aber sagen, dass ich erstmal gucken muss, wie das da läuft. Soft-Eis ist sehr viel Arbeit. Die Maschinen sind sehr teuer. Und ja, ist aber ein absoluter Umsatzbringer. Also, wenn man so ein Ding vor der Tür hat, da und das läuft, dann ist es natürlich super. Und ich wollte erst noch einen Airhockeytisch mit reinhaben. Der Airhockeytisch habe ich mich natürlich beraten lassen von Michael Schühoff, die Koryphäe der Greifautomaten, stellt natürlich auch Airhockeytische auf und sagte mir lieber nicht. Das Problem ist, ich habe eine große Schaufensterfront und diese Pucks, die fliegen ja auch mal runter und die donnern dir dagegen und du hast deine Scheibe kaputt. Also wenn er sowas aufstellt, guckt er immer, dass nichts, was mit Glas ist, in der Nähe ist, weil da ganz schnell mal was kaputt gehen kann. So ist sein Erfahrungswert. Für mich natürlich wieder Gold wert und deswegen 100%ige Geschichte. Dann wollen wir mal morgen halt noch diesen Eisautomaten abholen mit Spiralen, also der verpacktes Eis verkauft. Ist eigentlich ganz cool, haben wir auch auf onkelkramer.de oder im Automatenland halt. Es kommt zum Ende des Jahres halt noch die Lösung von Vendo raus. Und, aber ich kann ja nicht so lange warten. Ne? Ich will ja jetzt das Ding aufmachen und auch ordentlich was bieten auf jeden Fall. Und ja, Teppiche kommen, die Tarnnetze muss ich nochmal umbestellen. Ich hasse das, wenn du das bestellst, dann steht erst nächste Woche ist es da und dann, oh, aus China, in 2 Monaten. Ne? Das ist so zum Kotzen momentan, wenn du irgendwo was bestellst, aber ich glaube, das kennt ihr auf jeden Fall auch. Ja, was kommt da rein? WLAN ist schon drin, dann müssen da natürlich noch die Kameras rein, Überwachungskameras. Dann mein Kumpel, der foliert das da drinne und im Digitaldruck. Dann wird auf jeden Fall noch die Teppiche, hatte ich schon erwähnt, Teppiche kommen rein. Den aus dem vom Baumarkt da hinten, den muss ich auf jeden Fall noch sauber machen. Da ist immer sehr viel Kies gewesen. Der Vorteil ist da habe ich alles gepflastert und da habe ich natürlich nicht mehr so viel Dreck innen drinne. Staubsaugerroboter installieren, die Maschinen rüberfahren, dass ich gucken kann, wie die Steckdosen ran müssen. Nochmal nachstreichen und also bis zum 1. März. Muss ich noch Gas geben. Zahlen für diesen Monat werde ich nicht veröffentlichen. Das klingt ja dann eher das Selbstwort. Aber es ist halt so, ich denke mal, vielleicht wird es sogar noch besser. Ich glaube, es wird sogar besser. Ja, draußen soll, wie gesagt, noch ein Kinderspielplatz hin. Da muss ich nochmal mit der Gemeinde sprechen, ob es da irgendwelche Anforderungen für gibt. Nicht, dass ich da nachher irgendwas kaufe und das stört die dann. Ne? Das ist immer blöd, wenn man was machen will, ist immer blöd. Und ich glaube aber, die Gemeinde, da lässt sich mit reden. Und ja, da wollen wir gucken, ne? Power to the people. Ich mache heute mal Schluss. Ich muss noch ein bisschen was tun. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Normalerweise wollte ich heute mit meiner Tankstelle sein, wo eine Station aufgebaut wird von uns. Aber ich schaffe das leider nicht, weil ich muss das hier, hat jetzt gerade Vorrang, damit das halt fertig kommt, ne? Damit es weitergeht. Also, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Vielen Dank für euer Abo, fürs Daumen nach oben drücken und sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn das heißt Onkel Kramer. Ciao.